Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Vlog. Ich dachte, ich nehme euch heute mal wieder mit. Ich fahre nämlich heute in die Stadt. Diese Woche steht nämlich die Buchmesse an. Aber ich brauche Outfits. Ich bin nämlich 4 Tage lang dort und habe teilweise noch tagsüber und Abendveranstaltungen. Und ich habe das Gefühl, ich habe nicht die richtigen Outfits dafür. Also so ein paar Sachen habe ich schon, aber ich will jetzt nochmal in die Stadt fahren, um zu gucken, ob ich nochmal so ein paar Pieces irgendwie finden kann, die sich ganz gut anbieten würden. Shoppen ist immer so eine stressige Sache, vor allem wenn jemand so kurzfristig macht wie ich, was dumm ist, ich hätte es viel früher machen sollen. Ich habe mich gerade fertig gemacht, ich habe ein bisschen Hairwash Day heute Abend, also habe ich ein Stirnband mir geholt. Übrigens an die Person, ich glaube es war aber auf TikTok, aber egal, an die Person, die mir geschrieben hat, ein braunes Stirnband würde viel besser aussehen als ein schwarzes. I love you. Es stimmt. Es stimmt einfach. Es ist viel subtiler irgendwie. Es blendet besser ein so in meine Haarfarbe. Naja, apropos Haarfarbe, die muss ich auch noch nachtönen vorher. Hey, kleiner Einwurf von Maggie aus der Zukunft. Ich schneide das Video gerade. Ich habe vergessen, euch was zu erzählen. Okay, deshalb einmal kurz. Und zwar mache ich mit der Buchhandlung Graf eine Aktion zu meinem Planer. Das wollte ich euch nochmal kurz erzählen. Falls ihr ihn noch nicht bestellt habt, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das tut. Es steckt richtig viel Liebe drin. Ich finde, er ist richtig, richtig toll geworden. Ihr könnt ihn jetzt bei der Buchhandlung Graf, ich setze euch den Link natürlich in die Bio, ganz normal bestellen. Aber es ist eine Signieraktion mit dabei. Das heißt, ihr könnt beim Bestellt im Bemerkungsfeld Signierungswünsche eintragen, einfach nur euren Namen oder auch wenn ihr eine kleine Botschaft drin haben wollt oder was auch immer. Also ihr könnt so kleine Personalisierungen eintragen und ich werde die dann alle für euch personalisiert signieren und dann bekommt ihr euren Planer zugeschickt. Also wenn ihr sowieso vielleicht Interesse an meinem Planer hattet und ihr das mit der Signieraktion jetzt bestellen wollt, ihr bezahlt dafür wie gesagt auch nichts extra, aber ihr könnt eben eine personalisierte Signatur bekommen, die mache ich dann alle. Ihr habt hier neben den ganz normalen Wochen immer, wo ihr richtig viel Platz habt für alles mögliche To-Dos, Eintragungen, habt ihr auch monatliche Reflexionsseiten mit ganz vielen Fragen, so für euch zum Reflektieren, zum in euch gehen. Lieblingsrezepte von mir, Buchtipps, Themenseiten, wo ich mit euch über Achtsamkeit und sowas alles spreche. Ich habe auch einiges an Psychologie so ein bisschen einfließen lassen aus meinem Studium. Wir haben Habit-Tracker hier drin. Hier ist wirklich so viel Cooles drin. Ich finde wirklich, er ist so cool geworden. Also ja, falls ihr den gerne persönlich für euch signiert bestellen möchtet, Link ist in der Bio. Die Aktion geht nur eine begrenzte Zeit, aber ja, schaut mal vorbei. Und ach, Leute, dieser Planer, das Gold. Ich liebe es so sehr. Ich habe neue Turnschuhe gekauft. Diese hier sind von Puma. Irgendwie, die haben so ein bisschen mehr so einen sportlichen Vibe, aber irgendwie finde ich sie geil. Ich weiß nicht. Naja, auf jeden Fall waren sie im Angebot auf ASOS, deshalb habe ich mir die bestellt. Und ich habe sie leider noch nicht eingelaufen. Ich muss sagen, egal ob Schuhe so richtig bequem sind bei mir, ich muss sie trotzdem so ein bisschen einlaufen, um sicher zu gehen, dass ich nicht irgendwie mehr trotzdem Blasen laufe, so am Anfang damit. Ich wollte sie eigentlich gerne mit auf die Messe nehmen, aber ich habe sie noch nicht so wirklich getragen. Deshalb dachte ich mir, ich ziehe sie jetzt mal heute an zum Shoppen gehen und gucke dann mal, wie es ist. Und dann entscheide ich, ob ich sie mitnehme. Ich überlege, irgendwie so einen Rock, aber nicht sowas, sondern mehr sowas vielleicht enges, so halblanges, so mit einem Schlitz oder so. Das wäre vielleicht cool. Und dann so ein Oberteil dazu. Ich muss nur was Passendes finden. Das ist auf jeden Fall schon mal mittellang. Die Bluse finde ich irgendwie auch schön. Irgendwie hat die was. Ich weiß nicht, ich mag auch das Material. Vielleicht probiere ich die mal an. Gibt es ja auch in so Creme. Finde ich das besser? Was würde ich dazu anziehen, ist die Frage. Erstes Kleid, direkt ein Fail. Irgendwie ist es viel zu groß, aber ich stelle mir vor, wenn ich es kleiner nehme, würde es trotzdem noch so aussehen. Hier ist zwar was zum Festbinden, aber es ist trotzdem noch zu groß. Leute mit langen Kleidern, ich und lange Kleider, es ist einfach immer echt schwer. Ich weiß nicht, es sieht bei mir immer einfach so aus, wie so, als hätte ich mir so einen Umhang umgeworfen, einfach nur. Weil ich halt, vielleicht wenn ich größer wäre und dass hier so mehr rausgucken würde. Vielleicht würde es dann anders aussehen. Ich weiß es nicht. Ich finde auch, ich weiß nicht, ob ich das Muster so mag. Also Rock und Bluse passen schon mal so gar nicht zusammen. kein Plan, was da meine Vision war. Aber eigentlich, ich finde die Bluse eigentlich nicht schlecht. Bloß ich weiß nicht, was ich dazu anziehen würde. Auch nicht mal schwarz oder so, weil die beiden Schwarztöne beißen sich auch so ein bisschen. Ich werde irgendwie nicht so richtig fündig. Nächster Stopp. Ich finde, das sieht sehr hübsch aus. Aber meistens finde ich, dass diese Taillierung viel zu niedrig sitzt. Okay, was denken wir eigentlich über Jeanskleider? Ist die Zeit vorbei? Kommt sie wieder? Ich weiß es nicht. Ich mag halt die Farbe davon meistens. Einkaufen mit großer Oberweite, be like. Ich bekomme kaum Lust. Ich musste meine Brüste so hochziehen. Okay. Also bisher fail. Ganz neu bei uns in Hannover. Ich wollte mal vorbeischauen. Gucken, ob ich da was finde. Ich habe da schon länger nichts mehr gefunden, aber mal sehen. Okay. Okay, sorry, aber welche Brüste sollen da reinpassen? Meine auf jeden Fall nicht. Genauso wenig wie hier. Oder da. Oder da. Musikauswahl stimmt aber. Check it out. Also, die Sachen sind schon cute, ne? Diese Tasse. Oh, da ist eine Katze drin. Ja, 20 Euro. Also, ich meine, ist schon cute hier, definitiv. Kann nur leider nichts davon anziehen, glaube ich.
Leute. Alle mit größeren Brüsten, bitte. Ich fühle mich, oder? Okay, ganz ehrlich. Ich glaube, vielleicht mag ich das sogar. Ich bin gerade bei TK Maxx übrigens. Ich weiß nicht, ich versuche es mir gerade vorzustellen mit entsprechenden Schuhen und Styling. Ich bin unsicher, ich weiß nicht. Lange Kleider, ich bin immer so unsicher mit langen Kleidern. Ich habe einen kurzen Abstecher in die Primark Home Abteilung gemacht. Und die ist jetzt viel kleiner bei uns irgendwie. Aber ich wollte trotzdem mal vorbeischauen, ich war ewig nicht hier. Voll schade, dass es jetzt kleiner ist. Naja, ich bin hier eigentlich sowieso vielleicht einmal im Jahr hingegangen. Voll viele Textilien auf jeden Fall immer noch. Hat doch noch eine Kleinigkeit gefunden. Keine Outfits, aber was anderes. Okay, auf geht's wieder nach Hause. Leider hat letztens jemand meinen Korb geklaut. Deshalb muss ich die Tüte einfach irgendwie umhängen oder so. So, ich bin wieder zu Hause. Ich war leider outfittechnisch wirklich nicht besonders erfolgreich. Ich habe wirklich nichts gefunden von dem, was ich mir so vorgestellt habe. Ich werde einfach mal schauen müssen morgen, wenn ich packe. Aber ich wollte euch trotzdem mal ganz kurz zeigen, was ich dann noch gekauft habe. Einmal 2 Kissen tatsächlich bei Primark. Ich habe da schon seit Jahren nichts mehr gekauft, glaube ich. Ding ist, ich habe damals diese Kissen hier gekauft. Irgendwann mal bei, weiß ich gar nicht mehr genau. Ich glaube, damals hieß es noch dänisches Bettenlager. Jetzt heißt das irgendwie Yeast. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall kann man die nicht waschen, was richtig kacke, was richtig doof ist. Aber die Katzen lieben diese Flauschkissen. Guck mal. Mila liegt jetzt schon wieder auf einem. Immer. Sie verbringt mehrere Stunden am Tag mit diesem Kissen, okay? Wenn ich was Neues holen will, muss es irgendwas Flauschiges sein. Und irgendwas, was sich waschen lässt. Leider sind bei diesen flauschigen Dingern es voll oft nicht so, dass man die Bezüge einfach abziehen kann. Aber dieses Kissen kann man waschen und es ist auch flauschig und gut, ich wollte eigentlich lieber eine dunklere Farbe, aber es gab keine, die mir gefallen hat von den Farben, die es da gab. Deshalb habe ich einfach weiß genommen. Und ich finde, die beiden Farben sehen auch wirklich sehr cute zusammen aus. Ich habe auf jeden Fall 2 mitgenommen, damit ich jetzt diese hier ersetzen kann und die Katzen mir nicht böse sind, dass ich ihre Lieblingskissen weggenommen habe, weil sie andere neue flauschige Kissen haben. Dann habe ich dort noch dieses Pyjama-Set gekauft, was ich leider nicht anprobieren konnte. Ich habe extra XL genommen, weil ich wollte es erstmal ein bisschen oversized und zweitens habe ich so ein bisschen den Eindruck, bei Primark muss man aufpassen, es läuft doch alles ein, oder? Wenn man es das erste Mal wäscht, mindestens. Und dann habe ich tatsächlich noch 2 andere Sachen gekauft. Einmal die Bluse, die ich ganz am Anfang bei H&M anprobiert habe, nur in der Cremefarbe, weil ich die Schwarzfarbe dann irgendwie am Ende doch nicht so geil fand. Ich mir dachte, Creme wäre mal was anderes. Ich weiß zwar noch nicht so genau, wie ich es kombiniere. Es würde fast schon so ein bisschen Business-Style aussehen. Das will ich eigentlich nicht. Und dann habe ich tatsächlich dieses Pünktchenkleid mitgenommen von TK Maxx. Ich hätte es am liebsten, wenn es ein bisschen kürzer wäre, sage ich ehrlich. Aber ich werde es später nochmal so anziehen, wie ich es vielleicht kombinieren würde. Das sind auf jeden Fall die einzigen beiden Sachen, die ich gefunden habe. Ich hatte auch noch ein Kleid von ASOS bestellt, was mir wirklich gut gefällt. Ich weiß noch nicht genau, an welchem Abend ich das anziehen will. Ich finde nämlich, es ist eigentlich eher so ein Abendkleid. Ich weiß nicht, ob ich das den ganzen Tag auf der Messe tragen wollen würde. Ich habe mir vorgenommen, morgen meine Outfits zu planen, weil ich heute, glaube ich, keinen Kopf mehr dafür habe. Ich hasse sowas, ich sag's ehrlich. Als jemand, der nicht die gesellschaftlich angesehenen Idealmaße hat, ihr versteht, was ich meine. Ich sehe es nicht als das Idealmaß an, aber ne, wenn man shoppen geht, leider ist es oftmals so, dass man hauptsächlich halt so Sachen darauf ausgeschnitten findet. Vor allem auch mit der großen Oberweite. Das ist immer super schwierig bei mir. Ich sag's ehrlich, einer der Hauptgründe, weshalb ich immer noch ein bisschen abnehmen möchte, ist, weil ich gerne Mode tragen möchte, die mir gefällt und nicht immer so Schwierigkeiten haben will, was zu finden. Was richtig doof ist eigentlich als Grund. Ich will gleichzeitig auch einfach nur für mich, dass ich mich einfach wieder ein bisschen besser und wohler fühle und so. Aber gleichzeitig arbeite ich natürlich eben auch an dem Mindset, dass ich mich in jeder Form irgendwie wohlfühle und mich liebe und mich akzeptiere. Update, ich habe keine Lust mehr, meine Haare heute zu machen. Ich mache es morgen. Dann kann ich es auch besser im Tageslicht, so versuche ich mir das gut zu reden, okay? Kann ich es besser im Tageslicht nochmal vorher, nachher zeigen für TikTok mit Filmen und so. Aber ich zeige euch morgen dann auch nochmal, weil ich immer noch einige Fragen immer unter meinen Videos dazu bekomme, hier auch auf YouTube, welche Farbkombis ich benutze. Und ich habe jetzt auch mal andere Farben ausprobiert gehabt, auch mal eine dauerhafte Haarfarbe, die ich auch richtig cool fand. Aber ich werde morgen, glaube ich, wieder meine typische Mixtur benutzen. Und ich mixe immer so 2 verschiedene, das zeige ich euch dann morgen genau, welche ich benutze und wie ich die genau mixe und so. Und ja, dann machen wir es morgen. Kann ich euch besser zeigen, wie der Vorher-Nachher-Effekt ist, weil der wird diesmal ziemlich groß sein. Ich habe diesmal schon so, boah, wie lange? 8 Wochen oder länger, glaube ich, schon nicht mehr nachgetönt, weil ich einfach die ganze Zeit keine Lust hatte.
Immer wenn ich frische Hefe kaufe, benutze ich mal nur so einen halben Würfel für irgendein Rezept, weil wir halt einfach nur zu zweit sind und selbst dann ist es immer voll viel. Und die zweite Hälfte muss man dann aber auch verhältnismäßig schnell aufbrauchen und normalerweise backe ich nicht so viel und dann wird ich voll oft schlecht. Ich habe mir vorgenommen, dass das nicht mehr so passieren soll. Deshalb habe ich jetzt gerade spontan angefangen, Zimtschnecken zu backen. Me-Time. Aber im Ernst, ich liebe es, sowas zu machen. Nicht unbedingt nur backen, sondern auch irgendwelche kleinen, so fun Aktivitäten daneben mal mein Hörbuch zu hören. Das ist eine richtig tolle Abendbeschäftigung. Ich habe nur ein paar gebacken, die restlichen habe ich einfach im Kühlschrank getan. Neuer Tag, neues Glück. Ich mache mir jetzt an meine Haare, okay? Ich mache es jetzt endlich. Ich wollte euch nochmal einmal kurz hier im Tageslicht mein Vorher zeigen. Ich habe das Gefühl, dass das in der Kamera meine Haare irgendwie noch kupfermäßiger aussehen, als sie eigentlich noch sind. So, aber vielleicht kommt mir das auch nur so vor. Es wird auf jeden Fall um einiges intensiver jetzt wieder nach längerer Zeit. Ich mache es präferiert mit nassen Haaren, deshalb gehe ich jetzt erstmal duschen. Mach meine Duschroutine, die ich eh machen wollte, Haare waschen und dann machen wir das Tönen. Okay, geduscht, Haare sind nass, kann losgehen. Ich benutze ja meistens die Vella Color Touch Farben, keine Werbung oder so, kaufe ich alles selbst. Das hier ist quasi der Entwickler, das ist der 4%ige. Und die Farben, die ich benutze, sind meistens ein Mix aus den, also es sind alles die Vibrant Reds und 743 ist so dieses dunklere Kupfer und 843 ist so ein bisschen mehr dieses Blond-Kupfer. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und ich mixe die meistens, je nachdem, worauf ich gerade so mehr Bock habe, mixe ich mal von dem mehr rein oder von dem. Ich glaube, diesmal werde ich ein bisschen mehr 743 reinmixen, weil ich es ein bisschen so deeper irgendwie gerne haben möchte gerade. Deshalb, ich gucke mal von den beiden Packungen, die ich noch habe, wie viel übrig ist. Ich werde erstmal schauen, wie viel hier noch drin ist und dann gucken, wie ich das anpasse. Ich habe jetzt im Endeffekt ungefähr 2 zu 1, also 2 743, 1 843. Und dann kommt immer das Doppelte an Entwickler rein. Das wird dann alles schön vermengt. Und dann kann es losgehen. Und nein, ich bin kein Profi. Ich mache es einfach so, wie es für mich am einfachsten ist. Okay, don't judge me. Ich nehme meistens einfach so Strähne für Strähne vor. Aber ich lasse dann so mit den Händen ein. Guck dann auch immer nochmal drunter, dass ich an den Ansatz rangegangen bin hier. Ich habe diesmal ein bisschen mehr Farbe insgesamt gemacht. Einfach weil ich schon so lange nicht mehr getönt habe. Dass ich sicher gehen wollte, dass ich genug Farbe habe. Idealerweise mache ich es eigentlich so alle 6 Wochen oder so. Aber weil ich es mittlerweile so oft getönt habe, dass meine Haare sowieso nicht mehr irgendwie zurück zu blond gehen, sondern einfach nur noch so ein leichtes Kupfer bleiben, wenn ich es länger nicht mache, mache ich es auch manchmal länger, wenn ich keine Lust habe. Obwohl es eigentlich wirklich nicht so eine Riesensache ist. Ich muss mir nur einmal Zeit dafür nehmen. Dann geht es mit der nächsten Seite. Am wenigsten kann ich es natürlich hinten sehen. Was sicherlich auch dazu führt, dass es hinten nicht immer 100% perfekt aussieht. Aber was ich nicht weiß, nein, aber ich gebe mein Bestes. Aber es hilft auch, dass meine Naturhaarfarbe nicht so extrem weit weg von dem Kupferregen ist. Wenn ich jetzt einfach so richtig hellblond wäre und irgendwo würden so krass hellblonde Strähnen rausgucken, das wäre vielleicht auch nochmal was anderes. Ich nehme meistens am Ende auch so ein bisschen Farbe so richtig in die Hände und gehe nochmal so hinten an meiner Kopfhaut ran. Reibe das nochmal so ein bisschen ein für eventuelle Stellen, die ich da hinten nicht 100%ig getroffen habe. Nächstes Mal weiß ich wieder, 50 Gramm Farbe insgesamt werden, glaube ich, reichen bei meinen Haaren aktuell. Ich brauche auch immer tendenziell eher ein bisschen weniger, wenn ich es auf feuchten Haar mache, weil es sich besser verteilen lässt. In der Zeit, wo ich es einwirken lasse, mache ich meistens das Bad ein bisschen sauber, weil hier und da hat man halt so kleine Spritzer, wenn man es so unprofessional macht wie ich vielleicht. Und fertig. Ich habe ausgewaschen. Mache dann immer noch so richtig schönen Conditioner und Pflege und alles rein. Und ja, das ist jetzt das Ergebnis. Das ist die Farbe. Ich liebe es absolut. Ich finde die Farbe richtig, richtig geil. Ich bin jetzt mal übelst happy, wenn ich es frisch getönt habe. Ich muss es nur regelmäßiger machen. Aber ja, sagt mir gerne, wie ihr es findet. Jetzt habe ich euch auch mal wieder geupdatet gezeigt, wie ich es aktuell mache. Und soweit ich es erkennen kann, habe ich das auch ganz gut hingekriegt diesmal. Mittlerweile bin ich von der Buchmesse übrigens wieder da. Ich war danach direkt krank, deshalb kommt dieses Video auch ein bisschen später als geplant. Wenn es euch interessiert, gebe ich euch gerne im nächsten Video ein paar Einblicke darin. Ich will sowieso mal ein bisschen mehr Buchcontent hier machen. Ihr habt es euch ja auch gewünscht. Aber ich würde mich jetzt wie immer sehr über einen Daumen nach oben für dieses Video freuen. Dann lasst mir gerne einen Kommentar, können wir da ein bisschen quatschen. Schaut auch gerne bei Instagram und meinen diversen TikTok-Profilen vorbei. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, love you.